Hi Leute und herzlich willkommen zurück zum Retrofit Hot Seat. Heute am Sonntag wieder zur regulären Zeit. Am Mittwoch kam ja mal noch ein anderer Part, mal außerhalb vom Upload-Plan, einfach weil es schon so lange keine Videos mehr von gab. Hoffe, ihr habt euch den auch angeschaut und wart nicht allzu sehr verwirrt von der anderen Uhrzeit. So, heute sind wir in der Runde 6. Wie gesagt, nicht von dem hier unten verwirren lassen. Das ist immer praktisch am Anfang nach einer Runde der Safe. Deswegen sind wir jetzt gerade auch bei England, also der ersten Fraktion, immer im Safe drinnen. Gespielt werden, wie gesagt, alle Fraktionen, die man hier so sehen kann, von menschlichen Spielern. Nochmal hier an der Stelle für Leute, die jetzt das erste Mal reinschauen. So, gleich vorweg, in diesem Part habe ich mal kein Rollenspiel, also keine Rollenspielbeiträge dabei. Es gab zwar einen, glaube ich, aber der hat jetzt nicht so wirklich diese Dimension, dass es da wirklich Informationen gäbe, die jetzt für irgendwelche diplomatischen oder kriegerischen Aktionen eben relevant wären. Aber die könnt ihr immer im Forum nachlesen, die Boteneinträge. Link dazu in der Beschreibung. Meistens sind die Boteneinträge auch gekennzeichnet mit der Rundennummer. Genau, manchmal ist das auch ein bisschen durcheinander. Kann es auch dann mal sein, dass Runde 7 oder sowas dann Vorrunde vor einem Bericht von Runde 5 kommt oder so. Aber da müsst ihr euch einfach mal so ein bisschen durchschauen und ihr könnt ja dann da, wo irgendwie die Runde 7 ist zum Beispiel, und wir sind ja jetzt erst in Runde 6, da könnt ihr ja dann gucken, dass ihr die Boteneinträge dann selber nicht lest oder so, sondern euch überraschen lassen bis zum nächsten Video oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Genau, aber da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen, würde mich echt freuen und die Leute, die die Dinge erstellen, natürlich auch. So, fangen wir an, wieder mit der Rundenbesprechung. Caneravon wird noch belagert, sollte eigentlich in diese Runde dann fallen. Die Belagerungspunkte reichen dafür auf jeden Fall. Und jetzt hier oben noch eine richtig interessante Sache in Hab Schottland, keine Angst, denn wir suchen Schottland keinen entsendet Kampf. einen Kardinal plus ihren Prinz mit ganz, ganz vielen Truppen hier aufs Meer, auf ein Schiff. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wohin die sollen. Sollen die hier irgendwo in Dänemark landen oder was wollen die hier machen? Bin mir da echt mal gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Übrigens, das kann man vielleicht auch mal sagen, vor 2 Runden war das, glaube ich, schon, oder letzte Runde oder irgendwie sowas, hat tatsächlich auch England ein Bündnisabkommen, Angebot von Schottland auch abgelehnt. Deswegen verstehe ich den Zug jetzt hier nicht so wirklich, warum man sich hier aufs Meer begibt mit einem Schiff und so vielen Truppen, wenn hier eine englische Flotte ist, hier eine englische Flotte ist, hier dänische Schiffe sind und so weiter und so fort. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, mit welchem Sinn und Zweck der Schotte hier dieses Ziel da oben verfolgt. Ja, ansonsten Frankreich belagert jetzt Rennes und Brügge immer noch. Genau, die sollten eigentlich dann auch fallen in der nächsten Runde, soweit ich das weiß gerade. Sollte eigentlich dann auch hier passen. Ansonsten gibt es jetzt hier in Frankreich nicht so wahnsinnig viel Interessantes. Auch in Portugal und Spanien tut sich gerade nicht so viel, außer einer Sache, die ich letztes Mal schon vermutet habe. Ein Schiff hier aus der spanischen Werft von Cordoba ist jetzt hier rüber gesegelt, hierhin. Und hier steht ja die Armee von König Alfonso, die jetzt wahrscheinlich hier aufgeladen wird Ihr habt und die dann falsche mit Flotte ziemlich gewählt. hoher Wahrscheinlichkeit hier Wir drüben noch kriegen in keinen Algier Ärger mit landen euch. kann und dann die Belagerung unterstützen kann. Das hat dann zwei Vorteile. Zum einen der Angriff von Kronprinz Quasim wird hier dann relativ, wie soll man sagen, relativ nutzlos, weil dafür die spanische und die portugiesische Armee einfach zu stark ist. Und zum Zweiten kann dann in der nächsten Runde schon Algier erobert werden, weil ja sich die Belagerungspunkte von Spanien und Portugal hier bei der Belagerung dann zusammen addieren und deswegen wird es dann nächste Runde schon was mit der Kapitulation von Algier. Es sei denn, es passiert noch irgendwas richtig Schlimmes, aber davon gehe ich momentan einfach gar nicht so wirklich aus, muss ich ehrlich zugeben, weil die Ich Armee bin nicht kommt eh euer noch nicht ran Ansprechpartner. und ist einfach zu schwach für so ein Unternehmen hier. Er hätte sie natürlich vielleicht sogar auch noch ein bisschen weiter hier, ich weiß es nicht, ob er sie hätte noch weiter Nur hier der rüberstellen Sultan darf können, mir naja, Befehle aber geben. dann wäre er Ich vielleicht bin euer angegriffen worden von der Armee. Ich nehme mich hier in Hätte Ordnung. also auch nicht Wir so haben wirklich was keinen gebracht, Streit mit wobei dann euch. natürlich hier Algier vielleicht eine Runde länger durchgehalten hätte, aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte hier. Genau, aber immerhin, Marrakesch kann immer noch nicht Ihr habt die angegriffen werden. falsche Die Armee Flotte hier wird gewählt. zwar gerade schon wieder verstärkt, ein bisschen hier auf dem Schiff,
Aber insgesamt werden hier auch immer mehr Truppen in Marrakesch rekrutiert. Wobei natürlich irgendwann die Truppen, die in Marrakesch stationiert sein können, ausgeschöpft sind, während hier von außerhalb immer mehr Truppen hinzugefügt werden können zu so einer Belagerung. Ja, also momentan recht schlechte Karten für die Mauren, aber natürlich auch dadurch, dass Marrakesch eben so viele Truppen hat, hier auch eine relative Hab-8-Stellung oder ein relativer Stellungskrieg hier sozusagen, so kann man das eigentlich sagen, um Marrakesch. Mal gucken, wie es drüben in Algier weitergeht. Tunis wurde erobert, das war noch nicht im letzten Part so. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich glaube, das war noch nicht so, aber jetzt ist es auf jeden Fall erobert. Genau, war noch nicht Kämpfen so. nicht mit Und die euch um Truppen wurden dieses hier Gebiet. aufgeteilt. Drei Einheiten sind hier auf dem Schiff und vier Schiffe sind das hier. Und das sind hier auch vier Schiffe. Und 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Einheiten. Ich finde es voll blöd, dass das immer neun Da Einheiten so in wünsche ich der mir Reihe keinen sind. Ärger mit euch. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum nicht gleich 10, weil dann können wir sagen, zwei Reihen voll ist eine Fullstack. Stimmt gar nicht. Ich denke, die sind jetzt vielleicht auf dem Weg nach Tripolis, könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, hier ist ja momentan keine Gefahr, weder von dem Ägypter, ich meine, er muss hier den ganzen Weg hier rüberlaufen, noch von den Mauren oder so. Deswegen kann er die Burg hier schon ganz gut erobern, glaube ich. Ja, was kann man zu Sizilien auch noch sagen? Also hier nochmal kurz die Erinnerung. Sizilien, Mailand und Venedig haben im letzten Part das italienische Königreich gegründet. Also jeder Feind von denen oder auch Freund ist auch denen ihr Feind oder Freund von einem von diesen dreien hier. Das macht natürlich hier schon einen ganz großen Unterschied. Und ich bin mal gespannt, wie es weiter hier vorgehen werden. Das habe ich aber schon im letzten Part gesagt. Aber wie gesagt, ich wollte hier einfach nur nochmal dran erinnern. Dass eben das hier Stand der Dinge ist. Mal schauen, was er hier jetzt weiter draus macht, der Sizilianer. Ja, Mailand hat jetzt wirklich gar keine Invasionsmöglichkeiten mehr. Mit den vier Städten müssen sie sich erstmal begnügen, es sei denn, weiß ich nicht, was haben sie Wir denn da kämpfen drüben? Ach, einen nicht mit euch Diplomaten um drauf. Ich habe dieses gerade gedacht, das wäre ja Gebiet. lustig, wenn die jetzt eine Armee landen würden da drüben. Genau, aber viel mehr Möglichkeiten hat Mailand hier gerade nicht. Genauso wenig eigentlich Sizilien nach Tripolis, außer hier dann anzugreifen, aber Algier wird wahrscheinlich eher erobert oder hier runterzulaufen. Ist die Frage, ob sich das lohnt, diese weiten Marschwege. Auf der anderen Seite, klar, wenn jemand wirklich ganz Afrika erobert hier, dann ist das natürlich sehr entspannt hier unten mit Timbuktu und Arguin. Die Städte sind dann eigentlich richtig safe. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ansonsten schauen wir mal wieder an unseren Lieblingsstandort, nämlich hier drüben an den seldschukisch-byzantinischen, zum seldschukisch-byzantinischen Krieg. Also, Sultan Jalal hat in seiner letzten Nachricht, die habe ich zwar nicht komplett vorgelesen, aber ich habe gesagt, was drin steht, ja angekündigt, dass er hier nach Osten ziehen wird, um dieser Bedrohung von Theotokios Olaskos entgegenzutreten. Das hat er jetzt auch gemacht, hat dafür natürlich hier nicht weiter vorrücken können. Byzanz sammelt hier in Konstantinopel neue Truppen in Nicäa. Ja, mal schauen, ob er sich hier wieder erholen kann nach diesen zwei schlimmen Niederlagen. Ansonsten mal gucken, was hier Olaskos so machen kann. Zumindest auf jeden Fall hier mal den Angriff weiter verzögern. Mal gucken, was er jetzt hier als nächstes vorhat mit dieser Armee. Genau. Hier übrigens, diese Flotte Meine hat, Besatzung glaube wird ich, kein Problem mit verloren euch gegen sein. Venedig. Und Venedig, das ist jetzt nämlich das Interessante, so viel zum Thema, keine großartigen Invasionsmöglichkeiten gerade mehr. Die belagern hier gerade Akkon. Ja, zwar mit einer Seid recht gegrüßt, kleinen Armee, das edler ist, Herr. glaube ich, die Truppe, die auch hier in Rhodos war, aber trotzdem, Akkon scheint jetzt auch nicht unbedingt das große Rebellenproblem zu sein. Und die belagern sie gerade. Und es war ja auch schon im letzten Part, haben sie ja schon Ägypten den Krieg erklärt gehabt und haben hier den Hafen blockiert. Der steht jetzt wieder frei da, wie es aussieht, warum auch immer. Aber trotzdem, ja, ist ja ganz interessant, was hier Venedig jetzt macht und wo die jetzt angreifen, um hier ihren Handel zu verstärken, so als Venezianische Republik, Handelsrepublik kann man das schon verstehen, gell? Genau, und natürlich auch hier immer noch die Frage, greift Venedig hier irgendwann mal an oder lassen sie es bleiben? Ja? Wollen sie lieber zwei Städte erobern oder wollen sie lieber den Byzantinern irgendwie unter die Arme greifen und eben hier nicht angreifen? Ich bin mal gespannt, wie es sich hier weiterentwickeln wird. Genau, ansonsten hier diese Armee, letztes Mal, was sollte ja eigentlich, habe ich gedacht zumindest, Sofia belagert werden, weil hier war ja eine Armee.
Aber die ist jetzt weg. Gute Frage, wohin die ist, um ehrlich zu sein. Ich sehe sie gar nicht mehr. Vielleicht steht sie auch irgendwo in dem Wald oder so drin. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber okay. Ja, passt doch trotzdem, würde ich sagen. Ja, also ich weiß es gerade wirklich nicht so richtig, wo die jetzt hin sind. Aber okay. Prag ist gefallen. Dadurch hat jetzt Polen hier ein sehr, sehr großes Staatsgebiet schon mit auch vielen Städten, drei Städten, einer Burg und einer Holzburg hier. Ist natürlich keine schlechte Sache. Die drei Städte generieren auch gut Einnahmen. Ja, und deswegen bleibt es hier eigentlich eine sehr, sehr gute Macht hier. Stettin ist auch gefallen. Das Heilige Römische Reich hat sich demnach mehr ausgebreitet. Die Truppen hier von Heinrich sind auch wieder abgezogen, wie es scheint. Im Krieg sind die beiden ja nicht miteinander, genau. Ne, sind sie nicht. Aber die sind hier auch wieder abgezogen. Und genau, was sehen wir hier drüben? Das ist auch noch sehr wichtig. Die dänische Meine Flotte Männer mit haben diesen kein zwei Befehl, Schiffen euch mittlerweile. anzugreifen. Oder waren es? Ne, waren schon immer zwei. Und dieser Fullstack hier. Sind jetzt, oder ja, ne, fast Full Stack, sind immer noch hier auf dem Weg und es scheint so, als wollen sie Russland angreifen. Aber, und jetzt kommt das große, große Aber, Russland Ihr hat seid hier nicht mein auch Kommandant. zwei Schiffe, und zwar Söldnergaleeren, Söldnerschiffe, und die sind Meine meines Männer Wissens nach haben besser kein als die Befehl, euch Schiffe, anzugreifen. die jetzt hier Dänemark im Moment hat. Und das wäre natürlich ultra bitter, wenn diese Armee hier, diese Flotte hier besiegen würde und diese komplette Armee Ihr seid nicht mein Kommandant. hier von Dänemark vernichtet werden würde, versenkt werden würde. Das wäre natürlich krass, aber ja, ich denke, hier hat Dänemark auch nicht mit gerechnet, dass der Russe hier Söldnergaleeren baut, weil er ja wusste, okay, er hat keinen Hafen hier am Anfang und so weiter und so fort. Dann kann man ja mal hier rüber segeln, gell? Soweit ich weiß, war sogar ausgemacht, dass eben Helsinki an Dänemark geht. Und vielleicht. Also dann diese Armee hier gesehen hat, der Russe hat sich gedacht wahrscheinlich, wow, also jetzt bei so einer Armee muss ich dann doch reagieren. Bin mal gespannt, was da oben passieren wird. Genauso riskant natürlich hier, wie gesagt, dieses Flottenmanöver von Schottland. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich großartig was vergessen habe. Ich bin eigentlich wieder durch alle Regionen durch und habe, glaube ich oder hoffe ich mal, nichts Wirkliches vergessen. Was ich im letzten Part vergessen habe und in diesem gerne mal wieder wiederholen würde, wäre hier die Statistik. Und jetzt überlegen wir uns mal geschwind so ein bisschen, welche Fraktionen wollen wir denn eigentlich jetzt zeigen? Ich fände mal einen Vergleich England-Schottland ganz interessant. Also Gesamt natürlich, oder wir nehmen auch mal noch Frankreich mit rein, ich glaube, das ist auch noch ganz spannend. Gesamt Frankreich. Tatsächlich viel, viel besser mittlerweile. Sie haben mal hier einen Einbruch erlitten, aber mittlerweile geht es hier viel besser. Militär Frankreich, dann England, dann Schottland. Produktion Frankreich, England, Schottland. Wobei das ja ein relativer Wert ist. Gebiete England, Frankreich, England, Schottland natürlich. Finanzen Schottland als beste Fraktion, dann England und Frankreich so ziemlich gleich. Bevölkerung natürlich Frankreich, okay. Ja, ist doch interessant. Also ich finde immer diese Dreierkombination hier recht spannend. Natürlich sind England und Frankreich momentan verbündet, aber man weiß ja nicht, was da noch so geht. Wenn wir jetzt mal noch Dänemark hinzunehmen, Dänemark ist jetzt hier dieses andere Rot hier, dieses dunklere. Die sind militärisch eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Zwar schlechter als England und Frankreich, aber besser als Schottland. Ja, aber Finanzen sind sie total im Eimer. Ja, das finde ich doch ganz interessant, hier auch mal das zu sehen. Ups. Und was möchten wir uns noch anschauen? Ich denke, wir schauen uns als nächstes noch an Seldschuken und Byzanz und Venedig. Und siehe da, gesamt ist Venedig nur etwas schlechter als Byzanz. Ja, und die Seldschuken sind recht weit abgeschlagen. Militärisch sogar Venedig ganz oben. Wie gesagt, ich denke, das liegt auch zum Großteil an der Flotte, wobei sie natürlich auch nicht wenig Truppen haben. Ich meine, sie haben ja hier Ihr diese habt die Armee noch falsche Flotte drauf und so. gewählt. Das habe ich im letzten Part so ein bisschen unterschätzt, auch die Stärke von Sizilien und so weiter. Aber trotzdem,
liegt es, denke ich, auch sehr an der Flotte. Produktion gar nichts mehr, Gebiete, Finanzen, ja, das sieht man daran, die können einfach nichts mehr rekrutieren, weil sie alle bitterarm sind. Deswegen auch keine gute Produktion, Bevölkerung natürlich mit Sanz. Genau, okay. Das fand ich noch ganz interessant jetzt. Und jetzt schauen wir uns mal noch Venedig, Sizilien und Mailand an. In der Gesamtübersicht, hier Venedig auch die stärkste Macht, war eigentlich klar, dann Genua oder Mailand, wie auch immer. Und dann Sizilien war eigentlich auch recht klar. Militär hingegen, Sizilien auf Rang 2, Venedig 1. Okay, Produktion, ja, Sizilien hat kein Geld, das ist ein Hauptproblem von denen am Anfang. Wird auch nicht besser unbedingt, dadurch, dass Tunis und Palermo und Cagliari alles Burgen sind, hat er natürlich ein echtes Finanzproblem und ich an seiner Stelle würde mir das echt mal überlegen, ob ich hier vielleicht Cagliari und Tunis mal in eine Stadt umwandle. Palermo würde ich behalten, einfach weil es schon eine Burg ist momentan. Würde ich es einfach schon mal so behalten. Das andere sind halt noch Holzburgen hier, gell? Die könnte man auch mal umwandeln in eine Stadt dann oder in eine Kleinstadt oder Dorf oder wie auch immer, Ortschaft oder so, damit man dann hier einfach gute Provinzen hat, die irgendwann mal viele Einnahmen generieren. Genauso auch Tripolis, falls man es erobern sollte, würde ich mir auch überlegen, weil die Burgen hier sind jetzt eh nicht so wahnsinnig wichtig. Also man muss nicht unbedingt alle drei, aber zum Beispiel ist Cagliari und Tripolis und dann dafür Tunis lassen oder Tunis und Tripolis und dafür Cagliari lassen, würde ich mir echt mal überlegen. Wie sieht es weiter aus Finanzen? Ja, haben wir schon Bevölkerung gesamt. Ja, genau, okay. Und dann würde ich gerne noch diesen Test machen, den ich schon vor zwei Parts, glaube ich, hatte, nämlich Heiliges Römisches Reich, Polen, Ungarn. Also Polen sieht mir ganz schlecht, ist dieser weiße Streifen hier. Die sind schon aufgestiegen in letzter Zeit, krasser als das Heilige Römische Reich sogar. Sie sind von hier 12.000 Punkten jetzt auf ungefähr 30.000, während das Heilige Römische Reich in etwa gleich geblieben ist, jetzt über die Zeit hinweg gesehen. Militär natürlich, das Heilige Römische Reich wahnsinnig mächtig. Polen kommt erst hier, wo jetzt der Mauszeiger ist. Produktion, ja, Gebiete, Finanzen alle recht schlecht, Bevölkerung, ja, okay. Ja, finde ich doch ganz spannend momentan. Sind viele Konfliktherde, ich denke hier in den Vergleich Schottland, Spanien und so weiter, den können wir auch mal noch kurz machen. Spanien, Mauren, Portugal. Portugal ist jetzt hier, auch recht schlecht erkennbar, hier. Gesamtmilitär, Produktion, Gebiete, Finanzen, Bevölkerung. Nochmal auf die Gesamtansicht zu gehen, das finde ich ja eigentlich immer so am interessantesten. Also spannend ist hier, trotz der Gebietseroberung, also oder ist ja, ja, beziehungsweise eigentlich so wirklich die Gebietseroberung bisher gemacht, hat ja wirklich nur Spanien. Also die sind hier wirklich stark angestiegen, während Portugal sogar eher nachgelassen hat. Und militärisch sind sie alle recht gleich, wobei hier sogar die Mauren die bessere Militärstärke sind, also einzeln betrachtet. Aber trotzdem, ja, ist ja ganz interessant eigentlich. So, dann war es das aber jetzt auf jeden Fall mal für heute, für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns beim in Runde 7 wieder und die wird sehr, sehr interessant mit vielen Boteneinträgen auch wieder. Und dann hoffe ich, dass ihr bis dahin auch wieder dabei seid. Nächsten Sonntag vermutlich. Kann auch sein, dass ich nochmal so ein Sonderding einschiebe, irgendwie am Mittwoch oder so. Bin ich mal noch am Überlegen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Aber ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.